Alles klar, vielen Dank. Dann können wir mit der Diskussion anfangen. Ich wollte noch mal zur Verfassungssystematik fragen, wie verhält sich das denn mit dem Grundrecht auf Asyl? Das wird ja nun pausenlos strapaziert in diesem Zusammenhang. Das hatten Sie, glaube ich, nicht erwähnt in Ihrer Systematik. Wie passt das jetzt da rein und welche Grundrechte wiegen schwerer? Gibt es da, oder sind jede gleich viel wert? Das ist nur eine Frage der Rechtsprechung hinterher wahrscheinlich, aber also würde mich mal interessieren. Sie machen einen großen Topf auf mit der Frage. Ja. Ich gebe einen kurzen Abriss, um diese Asylproblematik vielleicht, weil sie sicherlich auch in den Kontext gehört, gleich noch mit mal erwähnt zu haben. Ursprünglich waren insbesondere die deutschen Staaten untereinander immer daran interessiert, gegenseitig sich Leute auszuliefern, insbesondere politische Verbrecher. Weil, Sie erinnern sich an Richard Wagner, da gibt es dieses schöne Plakat, dass er gesucht wurde als Revolutionär im 19. Jahrhundert, weil die Fürsten der deutschen Kleinstaaten ein Interesse daran hatten, mit ihren befreundeten Fürsten die Demokraten und Nationalisten einzusammeln und sie zu Hause einzubuckern, damit sozusagen der Keim der Revolution erstickt war. Und diese Systematik hat sich im 19. Jahrhundert umgedreht. Und spannenderweise 1929, 30, 32 gab es dann Gesetze, wo erstmals einfach gesetzlich gesagt worden ist, wer politisch verfolgt ist, wird nicht ausgeliefert. Und wer politisch verfolgt wird, der wird an der Grenze nicht zurückgewiesen. Politisch verfolgt. Wegen seiner politischen Betätigung. Und aus dieser einfach gesetzlichen Regelung des 19. Jahrhunderts ist dann im 20. Jahrhundert im Grundgesetz 1949 dieses berühmte Asylgrundrecht, ursprünglich in Artikel 16 geworden, wo es nur hieß, politisch Verfolgte genießen Asyl. Das ist wieder so eine Formulierung wie sozialer Staat. Ja? Je weniger das definiert ist, desto mehr kann man da immer hineinphilosophieren. Das sollte sich aber nur auf politisch Verfolgte beziehen, nur und ausschließlich auf politische Verfolgte, nicht auf die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Ja? Wobei ich das Wort Wirtschaftsflüchtling immer ablehne, weil wenn jemand sich irgendwo nicht gut ernähren kann, dann soll er halt woanders hingehen. Wo ist das Problem? 1993 ist dann das Grundgesetz geändert worden und der 16 ist zu 16a geworden. Und da steht drin, dass derjenige, der in einem sicheren Drittstaat schon gewesen ist, der also schon in Sicherheit vor politischer Verfolgung war, dass der kein politisches Asyl in Deutschland, in der Bundesrepublik mehr in Anspruch nehmen kann. Und das ist dann mit dem Dubliner Übereinkommen, das 1997 in Kraft getreten ist, gleichgetaktet worden. Dann sind das Asylgesetz und das Asylbewerberleistungsgesetz entsprechend umgeschrieben worden. Und nun heißt es, wer aus einem sicheren Drittland in die Bundesrepublik Deutschland kommt und Asyl beantragt, dessen Antrag ist als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen. Ist als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen. Weil wir, wie wissen wir die Formulierung in der Tagesschau, noch nie in der Geschichte waren, die Deutschen nur von Freunden umgeben. Ja? Wenn Sie vor Ihrem geistigen Auge einmal um die Bundesrepublik herumlaufen, im Uhrzeigersinn, egal ob einer aus Polen, aus Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland, Dänemark kommt, der war da schon in Sicherheit, weil diese freundlichen Nachbarn von uns quälen keine Minderheiten. Ja. Außer die Österreicher, die quälen Bayern, aber die sind Deutsche, die brauchen keinen Asyl. Das Gleiche gilt für Flüchtlinge nach der UN-Konvention. Und das bedeutet, dass jeder, der zu Fuß nach Deutschland kommt, rest- und ausnahmslos jeder, der zu Fuß nach Deutschland kommt, einen unbegründeten Antrag auf Asylgewährung stellt, weil er aus einem sicheren Drittland kommt. Was also bleibt, sind diejenigen, die mit dem Flugzeug landen und die möglicherweise an einem fernen Ort dieser Welt tatsächlich politisch verfolgt sind, nicht in einem sicheren Drittland waren und hier Anspruch auf Asyl genießen.
Die sind aber so wenige. Da kriegen sie keine 1,5 Millionen dieses Jahr zustande. Unsere holländischen Freunde, Schweizer auch, brauchen für ein Asylverfahren im Schnitt 48 Stunden. Hier ist, wenn es schnell geht, 15 Monate in der Diskussion. Und jetzt wird es ganz spannend. Vielleicht haben Sie schon mal das Wort Flughafenverfahren gehört. Genauso wie Botschaften Exklaven sind, also mitten in Deutschland so ein Stück Türkei oder Amerika ist, so sind auch Flughäfen zunächst mal nicht Teil der Bundesrepublik, solange man nicht eingereist ist. Und in diesen Transitzonen, wo die Snowdens dieser Welt immer in Russland leben oder so, in diesen Transitzonen ist man noch nicht in Deutschland und also gilt dort noch nicht das Grundgesetz. Sie erinnern sich an meine Eingangsbemerkung, das räumliche, der räumliche Bereich, das ist nicht unser Land. Und deswegen gilt auch Artikel 1 nicht mit der Menschenwürde. Und deswegen wird dort erst im Flughafenverfahren vorgeprüft, mit den Transitzonen, das war so eine ähnliche Diskussion, Transitzonen an der Grenze, so ähnlich wie Flughafen-Einreisezonen. Dann wird da geprüft, hat einer Anspruch auf Asyl und wenn nein, dann darf er sofort wieder weiterfliegen oder zurückfliegen. Und die Nichtgeltung von Grundrechten, von rechtsstaatlichen Grundrechten in diesem Bereich ist sozusagen eine Notabwehrmaßnahme der Bundesrepublik. Und was dann bleibt, ist, wenn vielleicht jedes Jahr 100 oder 200 tatsächliche Asylanten, muss man unterscheiden, das eine ist ein Asylbewerber, der über die Grenze geht, der sagt Asyl, ist ein Asylbewerber, so lange, bis er entweder Asyl bekommt oder wieder ausreisen muss. Diese 100, 200, 2000 Asylanten, die regulären Asylanten, die können integriert werden, das ist geradezu langweilig, das ist eine so kleine Menge, die geht durch. Und deswegen kann man auch politisch gut den Satz sagen, es gibt keine Obergrenze von Asyl. Es gibt keine Obergrenze für Asyl. Weil das, wie sagt man auf Englisch, eine Quantité negligeable ist oder so. Schwierig würde das, wenn tatsächlich die Verhältnisse in der Welt so würden, dass 1 Million wirkliche politisch Verfolgte, also Asylberechtigte mit dem Flugzeug hier landen würden. Und wir hätten 1, 2, 3 Millionen oder 640 Millionen, dann müsste man sich verfassungsrechtlich behelfen mit der Figur des kollidierenden Verfassungsrechts. Es kann kein verfassungswidriges Verfassungsrecht geben. Und deswegen würde man dann sagen, rein faktisch ist das nicht zu leisten. Und deswegen wird durch die Faktizität das Grundrecht aus Artikel 16a auf Asylgewährung für politisch Verfolgte eingeschränkt. Und das Argument, was der Verfassungsrechtler dann aus der Trickkiste zaubert, ist, heißt, hört auf den Namen, die Funktionsfähigkeit der Institution muss gewährleistet bleiben. Wenn die Funktionsfähigkeit des Asylsystems nicht mehr gewährleistet ist, dann darf sie eingeschränkt werden, um für die zu funktionieren, die tatsächlich den Anspruch haben. Das ist jetzt nochmal die Erklärung des Grundrechts auf Asyl rein formal juristisch. Mhm. Entschuldigung, die Frau aber Thomas hat eine Frage gestellt. Darf ich zu kurz abwürgen? Ja, gut, aber es ist eine kurze nicht so richtig meine Frage von Anfang, weil das ist jetzt okay, das formalistisch erklärt. Aber wie steht das jetzt nochmal gleichwertig zu den anderen Rechtsbegriffen, die Sie anfangs gesagt haben, also Rechtsstaat, Sozialstaat, Grundrecht? Ja, prinzipiell stehen Sie alle auf einer Stufe, das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Also im Grunde genommen könnte dann, sagen wir mal, formaljuristisch natürlich, weil fast alle aus den eben genannten Nachbarländern kommen, und wir alle wieder zurückschicken. Nur, das ist natürlich faktisch unrealistisch, weil man hat sich ja vorstellen können, wie diese Ströme über die grüne Grenze, es sei denn, wir würden so einen Stacheldrahtzaun um ganz Deutschland bauen, was keiner will. Das heißt also, die würden eindringen in unser Gebiet und wären dann hier. Also insofern ist das keine Lösung, sich auf dieses formalistische Argument zurückzuziehen, um den sicheren Drittstaat, weil die kommen ja aus Österreich oder so, da sind sie ja durch einen Drittstaat.
das ist immer die Frage. Also was ich zum Beispiel nicht verstehe in der aktuellen Diskussion, um jetzt mal von dem Formalen, das Ihnen nicht gefällt, wegzukommen. Auf der einen Seite wird mir gesagt, von meiner Kanzlerin, von unserer Kanzlerin, wir schaffen das. Hunderttausende oder Millionen von Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen, in unserer Kultur nicht bewandert sind und auch sich hier noch nicht sofort wirtschaftlich einbringen können, zu integrieren mit Hilfe von Integrationsbeauftragten, Sozialpädagogen, Sozialarbeitern und. Fachanwälten für Asylrecht wahrscheinlich demnächst, für Migrationsrecht. Was wir aber nicht schaffen, ist, einen Zaun zu bauen und zu sagen, bis hierhin und jetzt erstmal nicht weiter. Das guckt mich komisch an und es guckt mich insbesondere deswegen komisch an, weil es von einer Bundeskanzlerin geäußert wird, die nach meiner Kenntnis sozialisiert ist in einem Land, das 28 Jahre sehr erfolgreich verhindert hat, dass Menschen über eine bestimmte Grenze gegangen sind. Und es guckt mich komisch an, dass die Bundesrepublik Deutschland dazu nicht in der Lage ist, während unsere französischen Freunde seit 2 Wochen, wie Sie sagen, ihre Grenzen dicht gemacht haben. Ich vermute fast, dass Frankreich, dass Paris die eigenen Grenzen deswegen zugemacht hat, weil Deutschland so furchtbar offen ist und weil innerhalb des Schengen-Raums alles, was nach Deutschland kommt, prinzipiell auch sofort nach Frankreich weiterlaufen kann. Sie wissen ja, die Hälfte aller, die kommen und registriert sind, sind innerhalb von 48 Stunden weg, weil sie zu Freunden fahren oder so. Kurz, die Lage ist völlig unübersichtlich und wenn man Rechtsstaat will, dann muss man wahrscheinlich Dinge auch ordnen. Und wenn man sie ordnet, muss man sie irgendwie erfassen. Und einfach nur zu sagen, wir werden jetzt überrannt und da können wir nichts tun, das ist merkwürdig. Ein Land, das Eigentum und Geld nicht definiert, aber es in Ordnung findet, dass die EU Adventskerzen definieren will, da sind so viele Wertungswidersprüche. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Moderator, der jetzt gleich mit mir schimpft, weil ich viel zu lange mit Ihnen rede. Kein Problem. Sie haben als Redner nach in Freiheit. Ich habe drei Fragen. Wenn jetzt Flüchtlinge, egal wie man die jetzt nennt, mit einem großen Schiff in Hamburg ankommen, wie sieht da die Situation aus? Und sind in Syrien, weil ja der islamische Staat sagt, also die Menschen, die dort vertreibt, sind dann Christen politische Flüchtlinge, weil sie ja nicht Muslime sind, weil der islamische Staat ja sagt, ihr müsst nach der Scharia und nach dem islamischen Recht leben. Und dann ist meine Frage, wenn jetzt Frau Merkel wegkäme, wer soll denn, wie oder was können wir tun, damit wieder Ordnung in Deutschland herrscht? Also wir reden darüber, ich habe das auch woanders gehört, ich habe auch auf Change.org jetzt eine Petition und ich frage mich, wenn Frau Merkel wegkommt, wer ist dann da, der dann Ordnung schafft? Das ist, und warum machen da die Menschen eigentlich nicht viel mehr, damit wieder Ordnung herkommt? Weil die Leute müssen sich eigentlich auch selber integrieren. Ich finde immer, wenn man sagt, ich brauche dazu Personen, also die Leute, die schon hier sind und sich integriert haben, die hatten keinen irgendwelchen Sozialarbeiter und sonst irgendwelchen Beauftragten. Und wenn ich in einem anderen Land bin, muss ich mich auch selber integrieren und mich an die Regeln halten. Also das sind meine Fragen. Also erste Frage, das Schiff kommt in Hamburg an, ja. Dann wird in Hamburg an der Reling sofort geguckt, woher kommt das Schiff? Wenn es aus Edinburgh kommt, werden die Damen und Herren wieder zurückgeschickt, weil selbst Schottland ein sicherer Drittstaat ist. Wenn sie aus Syrien kommen, können Schiffe aus Damaskus kommen? Nein, Damaskus ist schwierig. Ja, aber danke, ich bin immer froh, wenn Herr Wede da ist, dann werden immer alle Wissenslücken sofort gestopft. Wenn das Schiff dort herkommt, dann stellt sich die Sache anders dar. Dann wird man nicht davon ausgehen, wahrscheinlich, dass es sich um politische Verfolgte handelt, sondern um religiös Verfolgte. Und dann sind sie keine Asylanten im Sinne des Grundgesetzes, sondern Flüchtlinge im Sinne der UN-Konvention. Und können dann entsprechend behandelt werden. Das ist übrigens ein Wort, das ich gerade noch nicht erwähnt habe. Es gibt auch die Möglichkeit, Juristen sind ja immer in der Lage, die großartigsten Worte zu erfinden, es gibt die Lage,
die Möglichkeit, dass die Bundesrepublik Deutschland Kontingentflüchtlinge aufnimmt. Ja? Das Wort Kontingentflüchtling, ja? Was bist du? Ich bin ein Anwalt und der ist Kontingentflüchtling. Also das Wort Kontingentflüchtling. Die Bundesrepublik kann Kontingente aufnehmen von Menschen, die nicht Asylanten sind, aber die geflohen sind und die aus rein humanitären Gründen aufgenommen werden. Kontingentflüchtlinge. Und die würde man dann wahrscheinlich, wenn sie aus dem Schiff, mit dem Schiff aus dem Hafen kommen, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, den Herr Wedekind, die würde man als Kontingentflüchtlinge in Hamburg aufnehmen können. Dritte Frage, Frau Merkel beschäftigt uns, also mich seit ziemlich genau 3 Monaten, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mit der Frage, was geht in Ihrem Kopf vor? Und gerade auf der Herfahrt habe ich noch gesagt, ich habe einen neuen Erklärungsansatz, den ich mir jetzt mantramäßig immer sagen werde, der heißt einfach zur eigenen Beruhigung. Es gibt für all das sicher eine ganz harmlose Erklärung. Ja? Ich finde, das ist ein schöner Satz, mit dem man sich sehr beruhigen kann. Es gibt für all das eine ganz harmlose Erklärung, auch für die Außerkraftsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es gibt für all das eine ganz harmlose Erklärung. Ich weiß nicht, wer das macht, ob das dann Herr Schäuble macht, der sich in den letzten Jahren nicht durch besondere Verbindung zum Rechtsstaat ausgezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob es Herr de Maizière macht. Alle Euro-Retter scheiden nach meinem Dafürhalten aus, weil das rechtsstaatlich wenig fruchtbar ist. Ich fürchte einfach, die Situation muss noch weiter eskalieren, bis irgendjemand sich berufen findet, aufzustehen, den Mut zu haben, zu sagen, wir machen das jetzt anders oder ich mache das jetzt anders und andere ihm folgen. Möglicherweise ist es jemand mit dem CSU-Parteibuch. Ich habe am letzten Wochenende gelernt, dass es in Bayern analog dem liberalen Aufbruch in der FDP jetzt auch den konservativen Aufbruch gibt. Vielleicht kommen kluge Leute aus dieser Reihe. Vielleicht sollte man mal die Stasi-Akte von Frau Merkel öffnen lassen. Dann wüssten wir vielleicht mehr. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Gut, jetzt kommt der Herr Bohm dran. Ja, ich habe mal eher eine theoretische Frage. Sie haben am Anfang gesagt, dass die Grundrechte für Sie Abwehrrechte sind. Ich stelle mir unter Abwehrrechte im ersten Gedanken sowas vor wie die Bill of Rights in Amerika, die den Einzelnen, den Bürger vor dem Staat schützen, sozusagen. Jetzt ist doch eigentlich Artikel 16 Grundgesetz, das Recht auf Asyl, Beispiel dafür, dass es kein, also dass zumindest kein Abwehrrecht ist, sondern ein Leistungsrecht. Können Sie das nochmal? Ja, das kann man, können Sie im Grunde genauso sagen, dass das ein Lex Specialis, eine Sonderregelung ist zugunsten ausländischer Staatsangehöriger, denen Asyl gewährt wird. Ja, also absolut berechtigter Einwand. Das ist sozusagen janusköpfig. Ja, der 16 wehrt den Eingriff des fremden Staates auf das Individuum ab, das politisch verfolgt wird, aber innerhalb Deutschlands wird es wie ein Leistungsgrundrecht ihm eine Leistung, nämlich Schutz, gewährt. Ja? Sehr, sehr guter Einwand, ja. Richtig, ja. Gut, dann hatte ich eine Wortmeldung von ganz da hinten. Achso, ja, mein Satz ist sich eigentlich schon erledigt. Ich wollte darauf hinweisen, dass es halt nicht um Asyl geht, sondern eigentlich Kriegsflüchtlinge sind, weil Asylrecht ja politisch verfolgt wird. Und die sind ja nicht politisch verfolgt. Also ganz wenig. Ja, das ist immer die Schwierigkeit natürlich, dass man, Linguisten nennen das Randbereichs unscharfe Begriffe. Ja. wo ist die Grenze, wenn ich ein Christ bin und der ISIS-Staat sagt, wir wollen dich hier nicht, weil du eben nicht nach der Scharia lebst, aber die Scharia ist für einen Moslem gleichzeitig weltliche und geistliche Ordnung. Dann kann man das durchaus auch so subsumieren, dass man sagt, dass das eine politische Dimension hat und das lässt sich vertreten. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat eine so lange Definition, was ein politisch Verfolgter ist und was ein religiös Verfolgter ist und ein aus sonstigen Minderheitsrechten Verfolgter. Möglicherweise dauern die Verfahren ja auch deswegen 15 Monate, weil Verwaltungsgerichte in fünfköpfiger Besetzung sehr, sehr lange darüber sitzen und zu sagen, was ist es nun? Ja, ist es. Ja, klar. Das, also politische Formen werden ja meist an
dazu? Die Dame hier hat ja eine Wortmeldung. Genau, wenn man sich die Anerkennungszahlen anschaut, wird das ja immer in verschiedene Bereiche eingeteilt. Da gibt es Grundsätze, Grundrechte, also das ist ein Grundrecht, was im Flüchtlingsrecht steht, und also auch die Genfer, sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention. Ich hatte mal gehört, dass diese Konvention nur regelt, wie diese Flüchtlinge behandelt werden sollen und selbst kein Recht auf Anerkennung, auf Schutz bieten. Inwiefern passt die denn eigentlich in unser Grundgesetz? Oder ist die Anrechnung überhaupt innerhalb des Grundgesetzes ja, rechtsstaatlich? Oder ich habe mich halt immer gefragt, wie das so einpasst. Ja, sehen Sie, das ist genau das Problem. Supranationale, überstaatliche Konventionen bestechen immer dadurch oder imponieren immer dadurch, dass sie sehr unkonkret sind. Ja? Und deswegen gibt es da keine Obergrenzen und keine Aufnahmegrenzen. Ja? Diese berühmten, was jetzt immer von Frau Merkel thematisiert wird, jedes Land muss so und so viele aufnehmen. Übrigens eine herrlich verlogene Debatte. Ja? Wir wollen Kontingente, aber keine Obergrenzen oder so. Ne? Wir wollen eine Zahl nennen, aber die ist nicht nach oben begrenzt. Also das ist Prozent wovon, ja? Wie auch immer. Die Genfer Flüchtlingskonvention muss man im Zusammenhang sehen mit dem sogenannten Kontingentflüchtling, dass man aus humanitären Gründen jemandem sagt, komm hierher und wir schützen dich. Aber das ist eine Aufnahme in, jetzt komme ich nochmal wieder, in das Staatsgebiet, in das Land, aus humanitären Gründen, der ein willkürlicher Akt der Behörde ist, der Ministerien oder der Oberbehörden, die dann sagen, jetzt nehmen wir davon 1.000 oder davon 10.000. Aber es gibt darauf keinen einklagbaren Anspruch. Gut, dann hatte ich eine Wortmeldung von Herrn Klebens. Ja, mich würde mal interessieren, zwischen den, ich nenne sie immer Open Borders Libertären, die zum Beispiel der Auffassung sind, dass man eben diese aktuelle Entwicklung, die wir zurzeit haben, nutzen sollte, um, ja, um eine Liberalisierung vor allem des Arbeitsmarktes zu fordern und voranzutreiben. Beliebtestes Beispiel ist ja immer, den Mindestlohn auszusetzen und eben weitere Schritte einzuleiten, sozusagen die Asylkrise als Chance zu sehen, um den überregulierten deutschen Arbeitsmarkt zu lockern, um durch die Integration in den Arbeitsmarkt die Flüchtlinge hier zu integrieren. Ja, das ist das Gemeine, dass man sozusagen aus dieser Trias, wo immer nur zwei von dreien geht, dass man durchaus sagen kann, wir machen die Grenzen auf und jeder kann kommen und hier nach seiner Fasson glücklich werden. Ja, Pursuit of Happiness für jedermann, sehr, sehr gerne. Aber da es eben prozedural nur funktioniert innerhalb volkswirtschaftlicher Leistbarkeiten, wenn der Sozialstaat zurückgefahren wird in seinem Umverteilungsmechanismus und wenn sozusagen unser Eigentum, das wir haben, trotzdem geschützt bleibt. Deswegen müssen Sie alle Umverteilungsfreunde begeistern, etwas weniger hyperaktiv zu sein. Und das ist so eine ganz eigene Übung. Ja? Bei aller Sympathie für diesen libertären Ansatz Open Borders, so etwas muss ich immer in die Realität fügen. Und der Jurist unterscheidet immer, was habe ich de lege lata, wie ist heute die Rechtsordnung und wie ist sie de lege ferenda, wie kann ich das ändern? Und solange ich die Rechtsordnung so habe, wie sie heute ist, da kann ich eben nicht Open Borders machen, weil jeder, der reinkommt, sofort Menschenwürde hat und einen Anspruch auf kulturelles Existenzminimum. Ja? Und wenn 60 Millionen Leute weltweit auf der Flucht sind, dann ist es auch für die bundesrepublikanische Volkswirtschaft ein Problem, 60 Millionen Flüchtlingen eine Achtel Theaterkarte jeden Monat zu finanzieren. Ja? Als ein Beispiel. De lege ferenda kann ich durchaus sagen, wir fahren das runter auf ein physisches Existenzminimum oder wie immer man das definieren möchte, und dann bekomme ich eine eigene Dynamik in die Geschichte hinein. Ja. Der Anreiz für einen arabischen Flüchtling in Deutschland Deutsch zu lernen, ist natürlich sehr viel höher, wenn er keine Sozialhilfe bekommt, weil er schneller lernen muss, wie er in der Kneipe die Getränke benennt, um ein guter Kellner zu sein. Ja. Noch hier hinzufügend, für den rein hypothetischen Fall, dass man den Sozialstaat komplett zurückfahren würde, hätte meines Erachtens vor allem Deutschland
trotzdem so eine starke Anziehungskraft, dass die Leute trotzdem kommen würden. Also das ist ja so, dass viele sagen, okay, der Sozialstaat ist wie ein Magnet, der zieht an, aber selbst für den hypothetischen Fall, dass man das komplett zurückfahren würde, bin ich der Auffassung, dass trotzdem die Leute kommen, einfach weil sie schon hier ihre Communities haben. Und da würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren, ob Sie das auch so sehen. Ich glaube, der Hase liegt in Ihrer Frage dort im Pfeffer, wo Sie sagen, die Leute. Welche Leute kommen? Wenn Sie einen Sozialstaat haben, der die berühmte Hängematte darstellt, dann haben Sie einen Anreiz für Leute, die das manchmal gerne auch ein bisschen ruhig angehen lassen und mittags schon den Fernseher einschalten. Wenn Sie aber einen Nicht-Sozialstaat haben, wie ursprünglich die USA, dann kommen die Leute in Gestalt der fleißigen Leute, die tatsächlich ihr Leben in die Hand nehmen wollen und andocken an den Communities, die sie schon haben. Und dieser Anreiz konstituiert natürlich relativ schnell einen Staat in der Mitte Europas, eine Bundesrepublik, die so attraktiv ist für alle Leistungswilligen und Leistungsfähigen, dass wir uns hier vom Bruttosozialprodukt mit Multikulti-Dimensionen überhaupt nicht mehr retten können. Da sind Herr Hayek und ich uns einer Meinung. Aber, ja gut, ich trete jetzt wieder in den Dialog mit Ihnen. Ja. Können wir vielleicht später nochmal. Dann würde ich gerne die Frau in der Ecke um bitten. Ich habe eine Frage. Wo besteht denn die Rentabilität oder Profit dieser Flüchtlingswellen? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es einfach nur humanitär ist oder aus Menschenrechtsgründen so viele Menschen hier einwandern zu lassen. Sind das diese ganzen Firmen, die diese Asylbunker in irgendeiner Form betreuen? Also sieht man da die Profitabilität? Oder also irgendwem muss es ja nutzen. Das interessiert mich, die Frage. Ich habe da gerade eine Meldung, dass das nicht ankommt. Ja, ich wiederhole es vielleicht nochmal eben. Wo ist die Profitabilität dieser Einwanderung, ja, oder juristisch gesprochen cui bono? Wem nützt es, dass da so viele Leute kommen? Wer hat da was von? Das ist, glaube ich, die Frage. Ne? Und darauf kann ich eine klare Antwort geben, die lautet, woher soll ich das wissen? Das Ganze ist in einer Weise jenseits meiner Vorstellung von Rationalität, ja, dass ich schlicht nicht in der Lage bin, Ihnen das zu beantworten. Es scheint eine extreme, sozusagen vorrationale Vorstellung zu geben bei vielen, die unser Sozialsystem betreiben, dass wir eine demografische Lücke haben und dass die irgendwie geschlossen werden muss. Ja? Und dass sozusagen der erotische Reiz, dass junge Männer kommen, die diese Lücken füllen, so groß ist, dass viele andere Überlegungen nüchterner Art, intellektueller Art einfach zurückgestellt werden, weil man sagt, das ist Keynesianismus in Reinkultur. Ja? Wir machen eine Kurve, wie alt ist die deutsche Durchschnittsbevölkerung und wie alt ist der syrische Flüchtling, und wenn man das so keynesianistisch miteinander vermischt und verrührt, ja, Keynes ist immer Brei, ja, alles rein, umrühren und fertig, dann ist das wieder unter einer bestimmten Marke und dann wird alles gut. Ja. Ich kann es mir schlicht nicht erklären. Natürlich gibt es Leute, die jetzt da viel Geld mitverdienen, ja, Häuser vermieten für teures Geld und das auch mit einer Attitüde der Nächstenliebe veranstalten, ja, man muss was tun. Ich habe neulich gesagt, das ist im Grunde wie Grönemeyer 1984 in der berühmten Platte Bochum, ja, da gibt es das Lied, wo er singt, leih mir Geld, ich kauf dir was, ja, das ist im Grunde dieser Mechanismus, der im Moment greift, ja. Ich habe noch eine Frage, die daran anschließt, dieses Demografieproblem, was wir ja haben, das ist ja auch also für meine Verständnisse ist das geschaffen, und zwar unnatürlich geschaffen, wegen diesem Individualisierungstrend. Und dieser Individualisierungstrend ist ja auch nicht gerade familienfreundlich. Und der Staat ist auch nicht familienfreundlich. Die Pille war das. Ganz einfach.
Nee, das war nicht doch, natürlich. Nein, das war nicht mit dem Knick ist das runtergegangen mit den Kindern. Ja. Ganz einfach. Nee, das ist nicht so, aber es werden auch keine staatlichen Anreize geschaffen, um noch in Familien zu leben. Oh, wir wollen aber nicht staatlich. Ja, Ruhe bitte. Ja, gut. Ich schlage vor, dass der Herr Gebauer noch drauf wartet. Ja, Frau Thomas dran. Das scheint mir sozusagen der, also ich vermute mal, es gibt einen Punkt, bis zu dem hin man noch Kinder bekommt und ab einem Punkt, wo so viel umverteilt wird aus sozialen Gründen, dass es nicht mehr reicht, wenn ich nur noch 100 Euro monatlich frei verfügbare Masse habe, dann traue ich mich nicht, das dritte Kind in die Welt zu setzen. Und in unserem Maximalbesteuerungsstaat der Bundesrepublik mit einer effektiven Steuerlast von 70-80% ist es halt nicht mehr möglich, wie vor 100 Jahren 12 Kinder in die Welt zu setzen. Ja? Das muss man sich vorstellen. Vor 100 Jahren war der Einkommensteuerhöchstsatz bei 5% und Familien hatten 12 Kinder. Ja? Heute haben wir einen Sozialstaat mit allen möglichen Familienförderungsmaßnahmen und die durchschnittliche Frau kriegt 1,3 Kinder. Ja? Was übrigens auch wieder Keynesianismus in Reinkultur ist. Ich weiß nicht, das ist ja Doktrin, dass die Frau 1,3 Kinder hat. Ich persönlich kenne nicht eine einzige Frau, die 1,3 Kinder hat. Aber auch wieder eine andere Frage. Adenauer hat gesagt 1957, wir machen das Rentenversicherungssystem, Kinder kriegen die Leute sowieso. Und 10 Jahre später war die Pille da und dann wurde es halt schwierig. Und wenn Sie dann noch diese Fehlanreize durch einen Sozialstaat setzen, dass Sie sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied, wie viele Kinder ich in die Welt setze, weil meine Rente wird ja von den Kindern bezahlt, die andere in die Welt setzen. Und dafür jetzt, das ist Sein zum Tode. Gut, dann hatte ich eine Wortmeldung von der Frau Thomas. Wenn jemand, der ein Asylverfahren hat und dann das Asyl anerkannt worden ist, sagen wir mal, der Mann ist der Asylbeantragende, die Familie, die danach kommt, die hat ja eigentlich nur ein Bleiberecht, weil die nicht den Asylantrag gestellt haben. Haben die dann Anspruch, wenn wir nach dem Merkel-System jetzt weiterleben, auf diese Theaterkarte? Und wenn der Ehemann, der nur eine Imam-Ehe hat, seine Frau nachkommen lässt, hat die dann auch, die ist ja juristisch nicht verheiratet, hat die auch auf Sozialleistungen Anspruch und nicht nur auf die Theaterkarte? Ja, Wenn ich Ihnen jetzt mal vorhalte, dass Sie gesagt haben, nur eine Imam-Ehe, ja, dann darf ich Ihnen mal den Spiegel vorhalten, wie kulturell unsensibel Sie sind. Ja. Tatsache ist, wenn einer einen Anspruch auf politisches Asyl hat, dann greift dieses andere Grundrecht, Artikel 6, dass die Familie nicht vom Staat, das ist ein Abwehrgrundrecht, ja, die Familie darf nicht vom Staat benachteiligt werden. Und Artikel 6, Familie und Ehe stehen unter dem besonderen Schutz des Staates, dann darf nachgezogen werden. Und natürlich ist jeder, der dann nachzieht, hat auch Anspruch auf die Achtel Theaterkarte. Das ist völlig klar. Ich kann Ihnen das Ganze, ich kann sozusagen Ihre nächtlichen Angstattacken noch dadurch steigern, dass ich ein Zitat von Ulla Schmidt, der ehemaligen Gesundheitsministerin, ins Feld führe, die sich gegen den konservativen Familienbegriff gewandt hat und gesagt hat, das ist völlig unerträglich, dass die Leute da geheiratet haben müssen und dann müssen eheliche Kinder, das geht nicht. Familie sind alle, die aus einem Kühlschrank essen. Ja, ist die Definition für Familie von Ulla Schmidt. Und ich weiß nicht, wie viele Kühlschränke es in Syrien gibt, aber das sind dann schon einige. Ja. Und jedes Mal, wenn wir diese Grundrechte ernst nehmen, müssen wir sie durchdeklinieren. Und die einzige Chance, davon wegzukommen, dass die Grundrechte wieder neu formuliert werden oder eingeschränkt werden oder es einen Artikel 6a gibt mit Einschränkungen für Einwanderer, die einzige Chance ist, Ordnung an der Grenze zu schaffen. Ja. So spießig das klingt. Gut, dann hatte ich hier die Wortmeldung. Ja. Hier vorne auch noch. Ja, Sie hatten ja gesagt, man kann nur zwei Dinge haben, also von Sozialstaat oder sozialem Staat, Eigentum und Grenzen oder offene Grenzen.
Und also es ist natürlich einleuchtend, dass wenn man eine offene Grenze hat, dass uns einen Sozialstaat gibt, dass dann der Sozialstaat und das Eigentum stark beansprucht werden. Aber könnte man nicht auch sagen, auch wenn die Grenze geschlossen ist, dass ja der soziale Staat und das Eigentum im Widerspruch stehen, weil ich meine, ob jetzt die Steuern von meinem Nachbarn an einen Deutschen oder einen Asylanten gehen, ich meine, das ist ja beides eigentlich eine Beschränkung des Eigentums, oder? Das ist absolut richtig. Und alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Wenn Sie es wiederholen, an anderer Stelle würde ich vorschlagen, sagen Sie statt Widerspruch, Widerstreit. Und dann haben Sie die Formulierung des Bundesverfassungsgerichtes, ja, das Sozialstaatsprinzip und das Eigentum, der Eigentumsschutz stehen miteinander in Widerstreit. Ja, die stehen gegeneinander. Und die Aufgabe des Staates ist es, praktische Konkordanz herzustellen zwischen diesen widerstreitenden Prinzipien. Ja. Das heißt, das schön auszutarieren, das ist die Aufgabe des Staates. Gut, dann hatte ich jetzt in der Ecke hinten eine Wortmeldung. Also Ole, mein Name. Ich hätte gerne mal so eine kleine juristische Einschätzung, wie es dann damit ist, dass wir die Grenzen, die wir uns eigentlich juristisch gesehen selber geschaffen haben, mit Mindestlohn, die Arbeitsbeschränkung für Asylanten, genauso auch mein Mietpreisbremse ist genauso ein Thema, denn auch das spielt in der Frage eine Rolle. Wie das ist, sage ich mal, für Leute, die hier aus Flüchtlingsgründen hergekommen sind, das zu reduzieren und nicht allgemein für jeden Bundesbürger zu reduzieren, weil das halte ich noch ein bisschen für realistischer, das wirklich angewandt zu sehen. Ich meine, Andrea Nahles kriegen wir davon eventuell nicht überzeugt, aber ich denke, das ist vielleicht auch eine einfache, auch in juristischen Hinsicht einfacher als die Gesamtlösung, sage ich mal, dafür. Ja. Sehr, sehr schöner Gedanke und gleichzeitig herrlich, wie Sie daran klar machen können, wie sich der deutsche Staat mit dieser Überregulierung schachmatt setzt. Denn was ist denn, wenn ich jetzt fordere, dass ein Asylbewerber oder ein Flüchtling auch für 7,50 Euro arbeitet, wohingegen ein autochthoner Deutscher mindestens 8,50 Euro bekommt? Da blättert natürlich schon ganz nervös das Grundgesetz und zeigt mir seinen Artikel 3, dass alle Menschen gleich sind. Ja? Und ich als jetzt heute Stellvertreter von Adrian Nahles kann Ihnen nur sagen, wollen Sie Menschen zweiter Klasse? Das ist die Frage, sind Sie denn jetzt schon zweiter Klasse? Ja, also Sie rennen bei mir offene Türen ein, aber das sind genau die Diskussionen, die geführt werden. Ja? Ein Tummelplatz der Bigotterie. Gut, dann hatte ich jetzt die, also okay, also ich hatte jetzt vorhin hier die Wortmeldung, aber hier habe ich noch auch eine Wortmeldung. Wer kommt zuerst dran? Okay. Sie meinten ja, ein Asylant ist jemand, der politisch verfolgt wird. Mhm. Zum Beispiel jetzt vom islamischen Regime im Iran, wegen seiner Hinterfragung des Islams, sage ich mal, wollen ihn hinrichten, foltern und so weiter und der will halt ausreisen, schafft das irgendwie, kriegt dann politisch Asyl, oder? Ich verstehe nicht, warum man jetzt so einen krassen Unterschied macht zwischen denen und die zum Beispiel in Syrien getötet, verfolgt oder gefoltert werden, weil die auch eine bestimmte Ideologie nicht sich nicht daran anpassen wollen oder die nicht zustimmen, weil die beiden Staaten, die führen das anders aus, vertreten eine bestimmte Ideologie. Und die Menschen haben eine andere Meinung, eine andere Einstellung, eine andere Religion und das passt dann bei denen halt nicht zusammen. Also ich weiß nicht, warum man unbedingt so einen krassen Unterschied machen will. Ja, also man macht natürlich den krassen Unterschied, deswegen diese etwas anstrengende Antwort gerade auf die Frage nach dem Asylrecht. Man macht ihn aus rechtshistorischen Gründen, weil ursprünglich das Asylrecht eine Antwort war auf die Frage, da werden Leute politisch verfolgt. Ja? Und weil das eben das Tatbestandsmerkmal ist der politischen Verfolgung, das den Asylanspruch auslöst, deswegen haben alle anderen in Anführungszeichen Pech gehabt, die halt nicht politisch verfolgt werden, sondern die nur so einfach umgebracht werden sollen. Die nur so einfach umgebracht werden sollen, fallen eben unter die Flüchtlingskonvention und haben auf diese Weise dann eine Chance, um Aufnahme zu bitten. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also jemand, der ein politisches Asyl beantragt, hat doch eine größere Chance, hier angenommen zu werden. Also der wird doch direkt angenommen, oder? Also ich kenne mich da nicht aus. Nein, überhaupt nicht unbedingt. Weil, also politisch verfolgt ist derjenige, der von einem Staat oder von einem sonstigen Dritten mit Billigung und Duldung des Staates aus seinen politisch-weltanschaulichen Gründen in einer die Menschenwürde
verachtenden Weise verfolgt wird. Ja? Das ist alles sehr, sehr eng und deswegen jedes zusätzliche Tatbestandsmerkmal, das da eingeführt ist, reduziert immer die Gruppe derer, die dieses Asylrecht haben. Ja? Ja, ich verstehe es einfach nicht, weil warum, wenn der iranische Staat sagt, du hast jetzt deine Meinung geäußert, wir verklagen dich für Feindlichkeit zu Gott, wollen dich hinrichten. Oder wenn der islamische Staat sagt, du hast deine Meinung, deine Religion geäußert und die klagen keinen an, aber die richten den dann auch hin oder wollen ihn richten. Ich meine, die Absicht ist ja eigentlich gleich. Also. Ja klar, es ist Elend in der Welt und nicht nur aus Gründen der politischen Verfolgung, völlig klar. Die Frage ist, wie viel kann man leisten? Ja? Es gibt einen sehr, sehr schönen Moralgrundsatz, der heißt, wie man sich richtig verhalten soll. Ich weiß nicht, ob Lateiner hier sind. Nemi dem lede, immo omnes, quantum potes, juva. Verletze niemanden, vielmehr hilf jedem und unterstütz jeden, quantum potes, soweit du es vermagst, soweit du es kannst. Ja? Und es ist politisch völlig unkorrekt, das Bild zu benutzen, das Boot ist voll, deswegen tue ich das auch nicht. Aber die Vorstellung, es gibt keine Obergrenze für Passagiere in einem ICE. Es gibt Obergrenzen, quantum potes. Ja? Wir nehmen so viele mit, wie es geht, aber irgendwann ist dann eben Schluss. Ja. Gut, dann die Worte bitte hier, da vorne am Tisch. Genau, das war genau Sie. Ja. Also mich würde mal interessieren, was Sie zur Beschlagnahmung von Wohnraum im Rahmen der Flüchtlingskrise jetzt aus liberaler Sicht sowohl als auch aus verfassungsrechtlicher Sicht, weil das ist ja im Grundgesetz klar definiert, wann Wohnraum beschlagnahmt werden darf und wann nicht. Und ob Sie als Jurist jetzt sagen würden, dass das gerechtfertigt ist, juristisch oder nicht? Ja, das ist natürlich eine ganz haarige Geschichte. Ursprünglich geht das darauf zurück, dass nach dem Ordnungsbehördengesetz Einweisungen möglich waren, Zwangseinweisungen, weil es die öffentliche Ordnung und Sicherheit stört, wenn Leute auf der Straße schlafen. Dann hat man gesagt, besser, dass der nicht auf der Straße schläft, sondern der muss in einem Haus unter einem Dach sein. Und dann ist die Stadtverwaltung hingegangen und hat Wohnraum ausfindig gemacht und hat zwangseingewiesen. Das war bei 16 Millionen Binnenflüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen Stand der Technik. Auch Teile meiner eigenen Familie haben im Sauerland in einem Garagenanbau mit schimmeligen Wänden gewohnt, weil sie vertrieben waren. Wie weit geht das? Wie viel Wohnraum darf man beschlagnahmen? Ungenutzten Wohnraum? Oder dürfen wir auch sagen, bei Ihnen zu Hause wohnen Sie auf 80 Quadratmetern, da ist doch noch Platz für zwei, die tun wir Ihnen da noch rein. Das ist wieder eine Frage nach der praktischen Konkordanz, von der wir gesprochen haben. Und dann hat es wieder was mit Grenzen zu tun. Kann der Staat so viele Leute in seine Grenzen aufnehmen, dass er anschließend Bürgerrechte einschränken muss, Abwehrrechte, um diese aufgenommenen Menschen noch unter einem Dach bei 20 Grad übernachten lassen zu können. Und da bin ich für mich bei dem Quantum Potes, wie viel kannst du? Irgendwann laufen alle Turnhallen über, irgendwann sind auch alle Kasernen voll und irgendwann sind in Hamburg und Berlin auch alle leerstehenden Wohnungen besetzt und irgendwann werden auch alle Büroräume, 1 Million Quadratmeter in Düsseldorf, gefüllt sein. Muss man dann und darf man dann moralisch legitim sagen, jetzt ist der ICE voll, jetzt fahren wir nicht mehr weiter, jetzt machen wir die Türen zu, jetzt schließen wir die Grenzen. In meinem persönlichen Weltbild kann man das. In meinem persönlichen Weltbild geht das, weil die, die man aufgenommen hat als Schutzsuchende, dann noch vernünftig versorgt werden können. Aber wenn man so viele aufnimmt, dass man ihnen nicht mehr helfen kann, dann hat das mit Moralität nichts mehr zu tun, sondern nur noch mit moralischem Größenwahn. Gut, dann hatte ich hinten zwei Wortmeldungen. Was mich mal interessieren würde, ist die Frage, wie das denn sein kann, dass ein Asylbewerber während seines Asylbewerbungsverfahrens, wenn er Straftaten begeht, dass die dann nicht in das Verfahren mit einfließen. Ist das denn so, dass weil er aufs Grundrecht auf Asyl wahrnimmt und das nicht von Straftaten betastet wird? Das ist mir als Problem völlig unbekannt, das kenne ich nicht.
Also das ist aber das mal auch, gerade bei den Spanischen, bei den Vorfällen in so Asylheim, dass da oft mal auch jetzt mal so Konflikte entstehen, welche dann auch Straftaten in der Polizei aufgenommen werden und dass die nicht immer, habe ich zumindest durch die Medien gehört, dass die nicht in das Asylbewerbungsverfahren einfließen. Das ist dann, wenn dann wie jemand gesagt wird, wenn er jetzt gleich Körperverletzung bekommen hat, dass er dann nicht deswegen dann abgelöst. Ja, man hat. Es gibt da tatsächlich so eine Grenze, dass man sagt, kleinere Straftaten stehen dem Grundrecht auf politisches Asyl nicht entgegen. Ja? Also wenn jemand politisch verfolgt ist, das ist auch wieder so eine Abwägungsfrage, ja, praktische Konkordanz, dass man sagt, wenn der eine fahrlässige Körperverletzung gemacht hat, weil er mit dem Auto irgendjemanden an der Ampel überfahren hat, dann fliegt er nicht deswegen raus, sondern nur, wenn es was Robusteres ist, was Schlimmeres, dann findet das keine Berücksichtigung. Ja. Aber wo man da richtigerweise die Grenze zieht, keine Ahnung. Gut, dann hatte ich hinten noch eine Wortmeldung. Ja, eigentlich. Okay. Im Zuge dessen, dass man halt jetzt so viele Leute aufnimmt, hat man halt festgestellt, dass einige Bundesländer abgelehnte Asylbewerber gar nicht ausgewiesen haben. Wissen Sie, ob da auch bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, weil es ist ja eigentlich Diebstahl. Also sie haben ja widerrechtlich, also jetzt nicht die Person selber, weil sie ja, sind ja nicht aufgefordert, sondern die Beamten, die das gemacht haben, dass die ja irgendwie für bestraft werden. Das ist natürlich eine ganz haarige Frage. Der abgelehnte Asylbewerber, der dann irgendwie geduldet wird und nicht zwangsabgeschoben wird, da kommt ja momentan auch was in den Fluss. Bis vor kurzem hieß es immer, es verstoße gegen die Menschenwürde, einen abgelehnten Asylbewerber überraschend morgens um 4 abzuholen und ihn zum Flughafen zu bringen. Das gehe so nicht, sondern man müsse ihm das menschenwürdig oder fair ankündigen, was dann immer zu der unerwarteten Konsequenz geführt hat, dass diese Menschen dann morgens nicht zu Hause gewesen sind. Da ändert sich gerade was. Was ich in dem Kontext als das Skandalöseste empfunden habe und wo es jetzt mal Konsequenzen hat, ist irgendeine grünen Politikerin aus Baden-Württemberg, die in der Landesregierung sitzt und sich um Asylfragen kümmert und dafür sorgen muss, qua Amtes, dass abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden, gleichzeitig aber offenbar mit ihrer grünen Partei Broschüren verteilt, um Tipps zu geben, wie man sich der Abschiebung pfiffig entzieht. Das ist so eine sehr, sehr schöne Dichotomie zwischen politischem Amt und politischer Aktivität. Ich habe noch nichts davon gehört, dass irgendjemand da ernsthaft strafrechtliche Konsequenzen oder überhaupt Konsequenzen zu gewärtigen hatte. Vom Prinzip her wäre das ja eigentlich ein Grund, ihn sogar aus dem Beamtentum rauszuschmeißen. Ja. Dürfte ja eigentlich wissentlich gegen seine Aufgaben. Ja. Sie haben zweimal eigentlich gesagt. In Nordrhein-Westfalen werden 300.000 nicht abgeschoben, die eigentlich abgeschoben werden müssen, weil nämlich Nordrhein-Westfalen sagt, man kann im Winter kein Kind aus dem Bett holen. Und zivilrechtlich könnte man dagegen vorgehen, oder? Ich wollte noch antworten, ansonsten hätte ich hier noch eine Wortmeldung. Ich möchte diesmal keine Frage stellen, sondern aus dem in mir erwachsenen Groll eine These in den Raum stellen. Demokratie, freiheitlich, Rechtsstaat, so bin ich geprägt worden nach dem Krieg durch Gesellschaft und Eltern. Und das sitzt tief drin. Nun habe ich aber auch selbst gelernt zu denken. Es hat sich nichts geändert. Dort oben sitzt, auf welchen Wegen immer dorthin gelangt sein, der ewige Tyrann. Es ist keine Gleichheit zwischen Bürger und Staat. Das ist immer noch das Obrigkeitsprinzip. Und wenn ich jetzt einmal konkret werde, wenn ich oder die Herrschaften alle ein Gesetz in welcher Form verletzen,
So gilt die Rechtsordnung noch für uns. Wir werden bestraft, Ordnungsrecht, irgendwas. Wenn, wie eben erwähnt, die Politiker oben gegen elementare Rechte verstoßen, gesicherter Drittstaat und so weiter, kann ich kleiner Untertan nichts machen. Genau wie vor 200 Jahren, 3000 Jahren, etc. Das wollte ich nur sagen. Ja. Mir hört kein Staatsanwalt zu dem ich gehe und sage, Minister so und so vergeht sich gegen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, auf die geistige Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Und die Tatsache, dass Sie hier jetzt sind heute, zeigt allen anderen, die hier sind, und indem Sie das aussprechen, dass es Menschen gibt, die das ähnlich sehen wie Sie und bestärkt darin. Frau Nölle-Neumann hat gesagt, es gibt so etwas wie eine Schweigespirale. Wenn alle beisammen sitzen und vorne eine Claudia Roth eine Weisheit verkündet, die objektiv gesehen Unsinn ist, aber keiner aufsteht und sagt, das ist Unsinn, dann schweigen alle und aus dem Schweigen der Gruppe beziehen alle die Vermutung, dass die, die schweigen, zuzustimmen scheinen. Und sie gehen mit dem Gefühl nach Hause, dass die große Mehrheit derer, die geschwiegen haben, die unsinnige Auffassung teilen. Wenn aber der Erste aufsteht und sagt, der Kaiser ist nackt, dann steht auch der Zweite auf und der Dritte und der Fünfte und plötzlich ändert sich das. Und man muss reden. Man muss mit anderen reden, man muss das öffentlich machen. Das ist Einwirkung auf den öffentlichen Diskurs, auf den gesellschaftlichen Diskurs. Das ändert Akzeptanzen in der Gesellschaft. Was macht man noch mit, was macht man nicht mit? Und die riesengroße Herausforderung, die jetzt gerade in diesen merkwürdigen Tagen in aller Schärfe wieder hervortritt, ist, dass man lernen muss, seine Kritik in angemessene Worte zu kleiden. Das ist eine Riesenaufgabe. Erich Wede hat mal vor 10 Jahren in Gummersbach einen Vortrag gehalten und hat die Formulierung gewählt, Demokratie braucht Kritik mit Augenmaß. Mit Augenmaß und mit gewählten und gesetzten Worten. Denn wenn man noch so wütend ist, und das weiß ich als Anwalt nach 25-jähriger Berufserfahrung, je wütender man ist und je mehr man Lust hat, vor Wut in die Tischkante zu beißen, desto tiefer muss man durchatmen und desto freundlicher muss man gucken, um den nächsten Schlag in großer Freundlichkeit umso unerbittlicher zu setzen. Und so muss diskutiert werden. Nur so geht's. Bin ich felsenfest von überzeugt. Aber in Freundlichkeit. Gut, dann hatte ich jetzt von hier noch eine Wortmeldung und dann käme diese Wortmeldung. Zunächst die Dame, hat sie sich so Wort gemeldet? Ja, ich habe ja eher eine sozialwissenschaftliche oder sozialpsychologische Frage. Also das ist etwas Juristisches oder was sich typischerweise mit dem Liberale beschäftigt. Und zwar, wenn wir jetzt die Situation annehmen, die Herr Clemens schon angedeutet hat, dass wir den Sozialstaat komplett zurückfahren, dass wir nur den, dass jeder, der sein Glück hier finden möchte, es kann. Und die Leute in Arbeit gehen oder irgendwie in ihren ethnischen Netzwerken überleben oder kriminell, also durch Kriminalität kann man auch überleben. Das ist ja auch möglich. Und nehmen wir an, das machen Millionen von Menschen und da gibt es keine Obergrenze. Und sehen Sie da auch ein kulturelles Problem, wenn sich Mehrheiten, also kulturelle oder bevölkerungsethnische Mehrheiten innerhalb kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit verschieben? Oder spielt das so eine, der liberalen Theorie steht das, stellt das ja nicht so wirklich eine Rolle dar. Aber es ist ja ein psychologischer Effekt. Das riesengroße Problem, das wir hier in Deutschland haben, ist, dass wir noch immer, auch 70 Jahre nach Kriegsende, nicht in der Lage sind, positiv zu definieren, was uns ausmacht. Keiner traut sich das. Keiner macht sich auf den Weg, weil jeder Angst hat, sobald er anfängt, positiv zu sagen, was ist schön an diesem Land, was ist gut hier, in die falsche Ecke gestellt wird.
böse angesehen wird. Man darf sagen, dass man das Grundgesetz gut findet. Habermas spricht von Verfassungspatriotismus, wobei das schwierig ist, Patriot zu sein und sich auf ein Buch zu beziehen, das wahrscheinlich 79 Millionen Leute noch nie in der Hand gehabt haben, geschweige denn gelesen oder verstanden haben. Eine Leitkultur wird abgelehnt, weil die nicht genügend kulturdifferent ist. Aber das ist die Aufgabe für jeden von uns, glaube ich, zu beginnen, positiv zu definieren, was uns ausmacht. Weil nur wenn wir das positiv definieren, definieren heißt ja auch übrigens begrifflich Grenzen setzen, nur wenn uns das gelingt und wenn wir uns an dieses Werk machen, dann können wir sagen, wohin wir denn überhaupt jemanden aufnehmen wollen. Nicht nur räumlich in die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in unsere Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Leute, die hier leben. Und die Aufgabe muss gelöst werden. Und ich glaube nicht zum geringsten, dass unsere kollektive politisch-psychologische Befindlichkeit ein riesengroßes Hemmnis ist, auch mit dieser Flüchtlingskrise umzugehen. Andere Länder haben längst einen Zaun gebaut. Bei Herrn Orban kommt keiner mehr. Und der hat keinen Stacheldraht von 1300 Kilometern mit Schießbefehl aufgebaut, sondern hat einen normalen Zaun gebaut und für Ordnung gesorgt. Zäune und Mauern haben zwei Dimensionen. Einmal eine physikalische, dass man da nicht weiterkommt, und zweitens eine semantische. Die sagen nämlich etwas. Eine Mauer sagt, hier nicht weiter. Und diese Bedeutung frisst sich durch von hier nach dort und hat Folgewirkungen. Sehr interessante Diskussion, der Vortrag auch sehr klar. Und ich bin da auf jeden Fall auf Gedanken gekommen, die ich so noch nicht gedacht habe. Und da bedanke ich mich herzlich. Herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren. Dieses Jahr werden wir keine Veranstaltung mehr machen. Wir planen für Januar bzw. Februar die nächste Veranstaltung im Hayek Club. Würde mich da auch wieder freuen, wenn ich Sie da wiedersehen könnte, zusammen mit Mirko. Und ja, dann genau, kann man hier noch gemütlich beisammensitzen, wer will. Und dann wünsche ich einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Wollen Sie es wagen, mir die Hand zu geben? Ja? Okay.